Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch. Hier in Thüringen. Linksmarsch. Heute ist Sonntag, heute ist Thüringenwahl. Ja, wir machen weiter mit allen Arbeiten. Rest Aussaat, Feld Nummer 41 mit Weizen. Wir verkaufen weiterhin Silage. Ja, das läuft hier noch eine Weile. Er macht die Ecke hier weg. Hier ist es sauber. Das finde ich immer so ganz komisch. Die eine Wand ist perfekt und die andere Wand, obwohl es hier auch reingeht, ne? Aber halt hier ist es liegt und gut, da ist schon weggefegt worden, ne? Teilweise noch alles. Ja, und da ist es nicht so. Und hier ist das gleich in grün. Wenn man hier in der Wand reinschaut, ist grün. Aber auch der ganze Streifen ist grün. Und das ist das Problem, dass die Ecke allgemein grün ist. Kann man so ein bisschen reingucken. Na, hier ist im Grunde alles grün. Alles von hier oben an bis runter ist grün. Und hier ist sogar Folie vor. Tja. Da war einer dazu, ne? Und hier ist es Lage. Als wenn die Plane allgemein zu kurz ist. So, das Ding ist hier erledigt. Na, geht man nicht aus. So ein Glück macht er das nicht um den Haufen. So, hier müssen wir ein bisschen wegnehmen. Obwohl die Ecke ist fast Schluss, ne? Hier ein bisschen von so ran arbeiten hier. So, kann er hier alles wegnehmen. Die Ecke, da haben wir hier eine Piste noch hier und später die andere Silo, aber nicht heute. Keine Sorge, heute wird nur eine BGA gemacht, beziehungsweise das eine Silo-Ende. So, wenn die Weizenpreise gut sind, dann überlege ich mir gerade, ob ich das jetzt entsprechend mal ganz kurz überlegen. Den zweiten Anhänger, dann verkaufen wir was. Und zwar, dann werden wir uns den Anhänger schnappen, dann fahren wir beides, ja, entweder zum BGH oder zum Futterfabrik. Und das ist nämlich auch genauso wichtig, dass wir entsprechend zumindest keine Silage kaufen müssen, damit die Kühe entsprechend genügend Futter haben bis zum Frühjahr. Wir kriegen ja zum Frühjahr keine Silage so schnell, also höchstens gekauft. So. Dann fahren wir jetzt mal sehen, probieren wir aus beim Futtermischwerk, ob das Stroh schon weg ist. Dass wir da besser rauffahren können. Und dann machen wir unser Lager leer. Soweit wie möglich, außer Soja. Sojapreis im Keller. Obwohl der Preis aktuell nicht hoch ist, ne? Muss man zusagen, ne? Also müssten weit nicht warten. So. So, FPS-Zahl ist halt auch weg. Aber das macht nichts. Ruckelt ja nicht. Ja, dann könnte man höchstens ja noch mal irgendwann mal Wald machen, ne? Bin ja mal gespannt. Oh, hier hat es gerade ein bisschen Stroh ist fast weg. Also denke mal, was nicht drin ist, ne? Das war nicht genommen.
Schieben wir gleich rein. So. Sollen wir ganz kurz umstellen? Unsere Tiere haben Vorrang, wenn da mal jetzt ausfällt, das wäre nicht so gut. Ja. Schalter auf hinten. Jetzt fahren wir eine kleine Ehrenrunde und schieben die Strohballen gleich rein. Das sollte kein Problem sein, dann sind die weg. Drehen, drehen, drehen. Dann haben wir noch einige Geräte umzustellen. Ja, gut, die werden sowieso verkauft. Weil ich will komplett umsteigen auf möglichst wenig Mods. Irgendwo. Das war so nicht geplant, dass der Strom jetzt hier liegen bleibt. Da hat er ihn gleich auf. War ja so nicht gedacht, ne? Jetzt sollte er die Fabrik aufnehmen. Ja, Strom ist voll. Und die Silage auch. Die Station auch. Oder haben wir uns deswegen nicht leer geworden? Aber ist eigentlich gut, ne? Dann kann man den Rest zur BGH. Dann haben wir 500.000 und dann kriegen wir nochmal 600.000 locker raus. Also müssten wir eigentlich gut hinkommen. So, dann fahren wir den Rest zur BGH und dann ist gut. Mal schauen, wir das hinkriegen, dass wir da abkippen können. Für ein Zweier gespannt etwas ungünstig, bin ich der Meinung. Aber müsste eigentlich jetzt funktionieren, ne? Gut. Dann schauen wir mal die Preise an. Das Einzige, was gut läuft, ist Hafer. 400 Verkauf. Müsste Hafer sein. Da würde ich warten. Die Sonnenblume hat 1003 und Quatsch, hier Raps 1003 und Sonnenblume auch. Mais ist auch im positiven Anstieg, aber teilweise ist hier das zum Fallen. So, dann wenn wir eine Fuhre Hafer holen, also je zwei Anhänger. So, ein bisschen dichter rangehen, ne? Jetzt hören wir nicht, weil wir so weit weg sind. So. Ich wünsche allen einen schönen Samstag. Bevor ich das vergesse, das gleiche gilt auch für morgen, ne? Ich bin ein bisschen da vergesslich. Ja, hier kann ich nur abkippen, Junge, das ist verkehrt. Lass mal eine Runde drehen. So. Hafer. Da liegt ein bisschen Geld. So, noch mehr Hafer. Noch eine Tasse. Kommt die alle her. Nachricht.
Keine Ahnung, von wem. Ist ja auch nicht so wichtig. Wichtig mit dem Spieler, ne? Ja, da haben wir nicht viel geerntet, ne? Na, mal schauen, was wir verdienen. Ob wir ein bisschen was verkauft bekommen. Oh, ja. Unsere Schulden abzahlen können, ne? Baum hier. Ist das Baum oder Zaun? Baum hier. Dunkliger Ast. Aber bei Terraforming bleiben die Bäume da, ne? Gut, aber normalerweise müssten dann die Bäume entsprechend verschwinden. Wenn man eine Erde ausschüttet. Also das vertragen die Bäume garantiert nicht, dass in dem Bereich dann die Erde so hoch ist. Wir fahren jetzt schön Richtung. Ja, wenn ich jetzt lauter machen wollte, theoretisch, geht's über den zweiten PC, über den Bereich Elgato und dann ziehe ich den Zeiger nach rechts. Und anhand des Ausschlages kann ich sehen, wie laut es eigentlich ist. Ne, also, das ist im. Sag mal, jetzt geht's im gelben Bereich und an und vor was im grün. Rot soll es nicht werden. Ich rede gerade so viel, also bin zu laut. Das könnte ich ein bisschen reduzieren. Bei mir. Aber ist ja ein bisschen eine Reserve, weil ich habe tatsächlich, wenn ich vom Mikrofon weg bin, dass ich da ein bisschen leiser sein könnte. Düngen, also zur Not halten früher. Also dann müssen wir schauen her, ob Düngen noch notwendig ist, nochmal weiter zu arbeiten. Das könnte sein, ja, durch Stufe 2, was man machen soll. Wir fahren jetzt zum Viehhandel. Mal schauen, wo die Straße hochkommen, ne? Da werden wir vielleicht anders fahren mögen. Ja, mal schauen. Geben wir die Innenansicht. Dann ist es ein bisschen besser zu sehen, finde ich jedenfalls. Und auch realitätsnah, ne? Also was hier nicht so funktioniert, ist so, dass ich im Prinzip jetzt den Spiegel so einstellen könnte mit der Maus und sagen könnte, aha, das verstellen wir jetzt, ne? Also das, so man mal brauchen könnte, ne? Gut, Verkehr kommt ja hier nicht, ist ja ausgemacht, weil da ja hier die Autos fahren wie Panzer und dementsprechend auch so einwirken, sehe ich das irgendwo nicht ein, dass wir Fahrzeuge fahren lassen. Das ist irgendwo ärgerlich, wenn wir jetzt jedes Mal, wenn die Stuhl jetzt Vorfahrt haben, ne, dann fahren die auch Tourlauf los, ne, dann bremsen die auch nicht, dann geht einfach drauf zu. Und das muss ich nicht haben. Und das Getute um 3 noch auch nicht. Das ist eine ganz blöde Einstellung, was jedes Auto tut, dass so einen aggressiven Fahrer. Mag es ja geben, aber halt nicht jeder, ne? Da sind wir beim Viehhändler. So, zahlen wir ja einen guten Preis, sag ich dir. Da hängt da meine Existenz auch ab an.
guten Hafer, beste Qualität, frisch vom Acker, gereinigt, gesäubert und trocken. Ein Regionalprodukt. So. Das klingelt die Kasse. Oh, das klingelt gut. Das sehe ich gerne, wenn die Zahl nach oben schießt. Das sehe ich sehr gerne. Und? Naja, gut, 89.000. Den nächsten, das dürfen wir jetzt gar nicht losfahren, dann fällt der Preis. Ja. Komm, ein bisschen mehr. Es darf nur ein Zuschlag sein. Jetzt haben wir. Geht man gleich wieder das Schulden zurückzahlen, ne? Ob die Bank auch zufrieden ist. So, 200.000. Ja, jetzt haben wir 2.000 zurück ungefähr in den Dreh. Ungefähr. So, was haben wir noch für Preise? Da wird ja der Preis jetzt fallen. Da wird der Getreide steigt noch ein bisschen. Also Hafer warten wir ein bisschen. Wir könnten noch verkaufen. Gerste. Gerste hat auch einen guten Preis. Haben wir auch mehr da, ne? Aber wir verkaufen immer Gerste. Ein bisschen gemischt. Dann wirkt sich so ein Preiserfall nicht so stark aus, ne? Dann kann er sich mal erholen, ne? So ein, zwei Tage warten. Dann kann er sich mal erholen. Gut, ich hoffe, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Es geht in der nächsten Folge weiter. Oh, meine Heuballen. Die wollte ich holen, ne? Dann wollen wir gleich mal weitermachen, aber wir machen immer kurz Schluss. Morgen geht's weiter am Sonntag. Dann sag ich mal tschüss und ciao. Ja, ich freue mich, wenn ihr da seid. Wie gesagt, immer danke fürs Reinschauen. Tschüss.